Sie sind so etwas, kann man sagen, wie das kulinarische Aushängeschild der Nordseeküste. Die Krabben, richtig lecker. Leider inzwischen auch richtig teuer, denn in diesem Jahr gibt es nicht besonders viele Krabben. Damit den Fischern an der Nordseeküste in Zukunft auch noch was in ihre Netze geht, müssen sie strenge Regeln einhalten. Was zu klein und zu jung ist, das geht wieder Leben zurück ins Meer. Da reibt sich der Liebhaber frischer Nordseekrabben verdutzt die Augen. Fast 50 Euro für ein Kilo gepoolter Krabben. So teuer waren die schmackhaften Garnelen schon lange nicht mehr. Vor 5 Jahren bekam man für den gleichen Preis fast 5 Kilo. Doch die Krabbe macht sich rar in den Netzen der 170 Krabbenkutter an der deutschen Nordseeküste. Und das, obwohl sie fast täglich draußen auf See sind. Eine plausible Erklärung hat auch ein erfahrener Kapitän wie Gerold Conradi nicht. Ist Natur. Mal sind mehr und mal sind weniger da. Aber ich fahre jetzt seit fast 40 Jahren in der Fischerei. Und das gibt immer wieder solche Schwankungen. Das ist ganz natürlich. Die Hoffnung auf den ganz großen Fang bleibt. Conradi und die beiden Fischer Felix und Sven bleiben meist 3 Tage auf See, ehe sie ihre Krabben beim Händler abliefern. Gefischt wird vor allem im Dunkeln. Bei Tageslicht verstecken sich die Krabben. Stundenlang werden die beiden Schleppnetze über den Boden des Wattenmeeres gezogen. Anfangs ist die Ausbeute eher mickrig. Die sind ein bisschen zu klein. Und ja, wenn die alle groß werden, dann würde am Ende im Endeffekt auch mehr von Nacht bleiben, ne? Zuerst werden die Krabben nach Größe sortiert und vom Beifang getrennt. Die Kleinen, die werden hier in der Siebtrommel aussortiert und die gehen durch das Rohr lebend wieder über Bord. Und was größer ist wie eine Krabbe, also die kleinen Wittlinge hier, die fallen am Ende von der Spültrommel lebend wieder über Bord und gehen auch hier durchs Rohr außen Bord. Was passiert jetzt? Jetzt kriegen die ein heißes Bad. 2 mal 5 bis 8 Minuten werden die Krabben im Salzwasser gekocht, zwischendurch kurz abgeschreckt. Dann haben sie die bekannte rötliche Farbe und können gegessen werden. Wenn man sie heil aus der Schale gepult bekommt. Das konnte ich eher nicht lesen und schreiben. Der Selbstversuch geht anfangs prompt schief. Eine Anleitung. Beim Kopf hier drückst du etwas, dann nimmst du den Schwanz und dann ziehst du den Schwanz ab. Dann lässt du den Druck vorne wieder los. Eigentlich ganz einfach. Für Felix ist es die letzte Fahrt auf Conradis Kutter. Er will sich selbstständig machen, Kapitän auf seinem eigenen Schiff werden. Ja, ich habe jetzt ein Schiff gekauft. Und Vorsicht. Das hole ich mit dem nächsten Monat ab. Und dann ja, alles ummelden. Dann bin ich selbstständig und fahre alleine. Sehen, was die Zeit bringt. Momentan, meiner Meinung nach, mache ich damit nichts verkehrt, denke ich. Felix ist erst 25 Jahre alt. Wenn alles klappt, ist er der jüngste Krabbenkutterkapitän der deutschen Flotte. Seinen Platz an Bord will Sven übernehmen. Heute Nacht ist er das erste Mal wieder auf Fangfahrt. Nach 7 Jahren an Land. Verlernt hat er nichts. Das ist wie Fahrradfahren. Einmal fischen, immer fischen. Und ich habe damals, als ich an Land ging, wegen meiner Kinder, als ich auf die Welt kam, da habe ich auch immer gesagt, irgendwann komme ich auch mal wieder. Und nur ist es soweit. Circa 5,30 Euro bekommen die Fischer zurzeit für ein Kilo Rohware. Der Endpreis aber ist fast 10-mal so hoch. Für Conradi völlig normal. Das Krabbenfleisch, das muss ja auch verarbeitet werden. Also die Rohware muss verarbeitet werden, das heißt, sie muss geschält werden. Da kommen Transportkosten, Personalkosten am Land bei den Händlern etc. Also wir wollen was drauf verdienen. Die Leute an Land, die es weiter verarbeiten, müssen was drauf verdienen. Für plus minus null kann es keiner machen. Im Morgengrauen wird das Fanggeschirr zum letzten Mal eingeholt. Wieder sind es um die 60 Kilo Krabben im Netz. Die Fischer sind halbwegs zufrieden. Das Doppelte hätten wir wohl gerne haben können, aber was nicht ist, ist nicht. Ne? Und für die Zeit, also wenn ich so die letzten Wochen betrachte, war das schon in Ordnung eigentlich. Jetzt hoffen alle auf den Herbst. Dann ist die nächste Generation der Nordseegarnelen herangewachsen. Und die Krabben kommen wieder billiger auf den Tisch.